schönen Nachmittag. Freut mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen Ihnen allen. Die Arbeitswelt befindet sich in einem ständigen Wandel. Durch den Fortschritt haben sich viele Berufsbilder stark verändert. Einige sind neu dazugekommen, wieder andere sind verschwunden. Heute widmen wir uns dem sehr, sehr spannenden Thema Berufe im Wandel der Zeit. Und ich freue mich sehr, dass ich Ihnen meine Gäste vorstellen darf. Klaus ist da, der sagt, Tischler arbeiten heute anders als früher. Als in Sissis Schule der erste Computer geliefert wurde, war er raumfüllend und glich einer Sensation. Marie stellt hochpreisigen Schmuck aus dem 3D-Drucker her. Die älteste Form des Drucks ist der Buchdruck und die gibt es aber immer noch, Buchdrucker. Alfred ist da, er arbeitet noch ganz traditionell. Nadine weiß, was heute in der Kfz-Branche neu ist, ist morgen schon wieder alt. Victoria ist Influencerin. Diesen Beruf gibt es noch nicht so lange. Wie gut sie davon leben kann, das verrät sie uns gleich. Und Schuhmachermeister Alessandro fasziniert an seiner Arbeit, dass jeder Auftrag anders und einzigartig ist. Und Experte heute im Studio ist der Arbeitsmarktexperte Dr. Georg Grund-Greuß. Und er wird uns verraten, welche Branchen in Zukunft besonders boomen werden. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Herzlich willkommen euch allen. Einen Tischler wird es wahrscheinlich immer geben, Klaus. Dieser Beruf wird wohl so schnell nicht aussterben. Trotzdem hat sich in der Branche viel getan in den letzten Jahren. Was denn? Ja, der Handwerksberuf, der traditionelle Tischler, hat sich natürlich auch in den letzten Jahrzehnten sehr stark verändert. Auch in der Berufswelt, also so der verstaubte Hobel irgendwo noch hervorgerückt und ein Möbelstück zu produzieren, das ist Vergangenheit, außer es ist der Betrieb ganz klein strukturiert, dann ist es noch möglich, wirklich in Handwerk zu arbeiten, zum Beispiel so, wie es du zum Beispiel machst, wirklich ganz individuell maßgeschneidert und ein einzigartiges Stück zu produzieren. Aber so, wie es bei uns ist, ich habe einen Betrieb von meinen Eltern übernommen, wir sind 60 Mitarbeiter und ich habe auch eine Verantwortung übernommen. Und da muss man natürlich auch mit der Zeit gehen. Und auch das Thema Nachhaltigkeit und Ressourcenschonend ist bei uns auch ganz wichtig. Auch, dass man Fachkräfte auch bekommt. Zurzeit sind wir ja ganz stark auch in dem Thema drinnen, wie bekommt man Fachkräfte. Und da muss ja auch der Betrieb natürlich auch dementsprechend einen Wandel auch mit sich gehen. Also die heutige Jugend, die wollen natürlich haben, wie sieht der Betrieb von außen aus? Also auch nicht nur, dass der Betrieb eine Marke oder ein Produkt darstellt, dass man sagt, ja, der hat ein super Produkt, der hat einen guten Ruf und einen guten Namen, aber wie ist sein guter Ruf als Arbeitgeber in seiner Region? Und das, glaube ich, wird in der Berufswelt und in den Betrieben in Zukunft ganz eine wichtige Rolle spielen. Wenn ich zum Beispiel schaue, wie ich so ein junger Tischlermeister bei meinen Eltern in den Betrieb begonnen habe, da haben wir natürlich, ja, haben wir Aufnahmeprüfungen gemacht bei den Lehrlingen, weil wir so viele Bewerber gehabt haben. Heute ist das anders. Jetzt müssen wir uns als Betrieb eigentlich schon gut präsentieren und darstellen und einer den Betrieb so positiv geschmackhaft machen, dass ich sage, schon her, das ist, und dass der Lehrling dann sagt oder der Mitarbeiter sagt, ja, das ist ein toller Betrieb, da habe ich ein gutes Gefühl. Und vor allem auch, dass der Betrieb auch in Zukunft, die jungen Menschen wollen auch nicht nur, sondern auch mit den neuen Technologien arbeiten, mit CNC-Steuerungen, Programmierarbeiten machen, Organisation, Ablauforganisation und so weiter. Also das gefällt auch den jungen Menschen. Wir haben selber einen Lehrlingsfilm darüber gemacht, wo sich junge Menschen auch da präsentiert haben. Und das finde ich halt auch sehr spannend. Und wir haben eine Verantwortung, dass wir trotzdem ein hochwertiges Produkt in einer vernünftigen Zeit-Leistungsbereich produzieren, dass es auch noch leistbar wird. Weil du gerade die jungen Leute erwähnt hast, ja, und dass das halt früher so war, dass ihr Aufnahmeprüfungen hattet, ja, und jetzt müsst ihr halt natürlich gut, ja, repräsentieren. Genau. Nadine, du bist so ein junger Mensch, du hast eine Lehre gemacht, zwar keine Tischlerlehre, ja, eine Kfz-Mechanikerlehre. Und das war damals, wie du begonnen hast,
ein bisschen noch ungewöhnlich, das als Mädchen zu machen. Das hast du so erlebt. Wie war das damals? Also ich habe 2007 die Lehre begonnen und es war für mich einfach wirklich sehr, sehr schwer, einen Job zu finden, eine Lehre zu finden, wo ich dann wirklich auch gewusst habe, dass das nicht irgendwie jetzt vor kurzer Dauer ist, sondern wirklich eben auch, die was, war quasi eine Firma war, die was gesagt hat, ja passt, du bist ein Mädchen und uns ist das eigentlich egal, auf gut Deutsch gesagt. Weil ich habe eben sehr viele Betriebe gehabt, wo ich geschnuppert habe. Und es war eben von, wir haben keine sanitären Einrichtungen bis wir wollen keine Mädchen haben. Das hat sich zwar keiner traut, sagen so, aber es war halt eine Ausrede um die andere. Und es war halt dann meistens, ja, wir nehmen keine Lehrlinge und ein Monat später ist dann der Lehrling dort aber gestanden, der, was sogar mit mir in die Klasse gegangen ist. Also, ja. Und wieso diesen Beruf? Ja, das habe ich eigentlich meinem Papa zu verdanken. Der hat damals eine Umschulung gemacht, eine Erwachsenenweiterbildung zum Kfz-Techniker. Und ich war halt genau in der dritten Klasse Hauptschule. Und habe das von Papa mitgekriegt und ich war halt schon immer ein bisschen so, nicht so das Mädchen, was jetzt Pferde gern gehabt hat, sondern ich habe halt mit den Burschen Fußball gespielt und war halt immer schon ein bisschen von der Technik begeistert. Und das war dann das, wo ich gesagt habe, okay, der Beruf ist cool. Dann war ich ein paar Tage schnuppern und dann war das eigentlich sofort meins und ich habe gesagt, das will ich werden und sonst nichts. Die Technik ist ein wichtiges Thema. Ich komme noch mal zu dir zurück, Nadine, weil da hat sich viel getan, gerade in dieser Branche. Ja. Siehe auch Elektroautos etc. Das ist vor vielen Jahren noch nicht so das Thema gewesen. Und ich musste wirklich auch schmunzeln, Sissi, bei deiner Geschichte des Computers. Da bist du, Nadine, da seid ihr alle noch ein bisschen zu jung. Ich glaube, der Klaus wird es erlebt haben, wahrscheinlich mit dem ersten Computer. Ja. Ich weiß nicht, ob es das du auch erlebt hast, auf Alfred. Aber Sissi, du hast das so richtig mitbekommen, weil du bist immer schon Sekretärin einer Schule gewesen, als es noch keine Computer gab. So ist es, ja. Wie habt ihr das damals gemacht? Naja, ich habe 82 angefangen in der Schule und da habe ich geschrieben auf einer normalen Schreibmaschine, die ja jeder kennt. Und dadurch, dass die Schule neu renoviert wurde und, oder neu gebaut wurde überhaupt, habe ich dann eine elektrische bekommen. Da war ich wahnsinnig stolz drauf. Und ja, das hat sich weiterentwickelt. Dann habe ich irgendwann einmal eine Kugelkopfschreibmaschine gekriegt. Das war damals was ganz Tolles. Das war, was hat die können? Naja, die normale Schreibmaschine hat einen Typenhebel. Ne? Das waren ja diese einzelnen Hebel, ja, genau, die dann aufs Papier klatscht sind. Ja. Ne? Und das war eine Kugel, die war ungefähr so groß. Ja, stimmt. Jetzt habe ich mir... Und die konnte man tauschen. Da hat es verschiedene Schriften gegeben. Also konnte man auch schon ein bisschen kreativ werden. Das Folgemodell war dann mit Korrekturband. Das war überhaupt dann schon ganz was Tolles. Ja, und dann so 84, 85 kam dann einmal die Idee, wir sollten uns einen Computer anschaffen. Aber Schule hatte damals natürlich noch kein Geld und hat es eine Firma gegeben, die uns einmal ein Gerät zur Verfügung gestellt hat. Problem war, wo stellen wir das hin? Weil es war eben ziemlich raumfüllend. Und haben aber dann einen Raum gefunden. Und da auf diesem Gerät habe ich dann meine ersten Schritte am Computer gemacht, die natürlich nicht sehr erfolgreich waren. Hast du Angst gehabt ein bisschen? Naja, ich habe natürlich Angst gehabt, aber das Endergebnis war dann ein schreckliches, weil mein damaliger Chef bzw. der Schuldirektor hat auch Geschichtsbücher geschrieben, Unterrichtsbücher, und ich habe die in die Maschine getippt. Vorher, wie ich begonnen habe, halt mit der normalen Maschine, und wenn er was ausgebessert hat, habe ich dann zum Fitzeln angefangen, ausschneiden und zusammenpicken und so, dass er die ganze Seite wieder schreiben muss. Und dann hat er gesagt, okay, probieren Sie das am Computer. Wir hatten einen Informatiker und der hat mir das dann halt so beigebracht. Und ich bin dann am Abend mit einer Freundin gesessen, also nach dem Dienst, und die hat mir diktiert, was mein Chef geschrieben hat. Und wir haben geschrieben und geschrieben und geschrieben bis Mitternacht und auf einmal war alles schwarz. Jo! Yeah. Alles weg. Habe ich dann gesagt zu ihr, naja, du, aber wenn irgendwas zu retten ist, wenn es nur irgendwas gibt, dann dürfen wir das Gerät nicht abdrehen. Ich muss dazu sagen, mein damaliger Chef war sehr, sehr bedacht darauf, dass immer, wenn das Büro verlassen wird und die Schule verlassen wird, alles abgedreht natürlich ist. Ja. Er hat Angst gehabt, dass das irgendwann einmal abfackelt. Gut, es war Mitternacht. Ich habe gesagt, also Elisabeth, wir können das nur so lassen. Und morgen in der Früh schauen wir, dass wir die Ersten oben sind. Und da ist dann der Techniker auch da. Und wenn der was retten kann, dann nur lernen. Und habe aber, sie sind zu Hause gefahren. Schlecht geschlafen wahrscheinlich? Ganz, ganz schlecht geschlafen. Ja. In der Früh um 5 habe ich schon die ersten Nachrichten gehört, ob ich in Tulln der Brand war. Ob ich vorher mich ausrücken musste. War Gott sei Dank nicht so. Nein, wir waren dann um 7 in der Schule und es war aber leider nichts zu retten. Also es war irgendeine Stromschwankung anscheinend. Und es war alles, was wir geschrieben haben, in den Stunden weg. Weil von Zwischensichern, Datensichern oder was hat ja
keiner noch gesprochen. Nein. Und das waren meine ersten. Und das ist wahrscheinlich auch ein Mitgrund, dass du heute noch, obwohl du sehr affin mit der Technik bist, alles aufschreibst. Weil es ist nicht unklug, das trotzdem ganz konservativ. Ja, das war bei mir immer, es ist dann natürlich im Laufe der Zeit der Computer gekommen. Also wir haben dann mit 90, 91 haben wir dann die Schulverwaltung auch schon oder die Schülerdateien schon über Computer gehabt. Aber es war für mich immer klar, alles, was wichtig ist und was ich immer griffbereit haben muss, muss in Papierform aufliegen. Ja. Weil wenn der Computer nicht geht, kannst du nichts nachschauen. So gehe ich zum Markt, nehme den raus, sage, da ist das und es ist erledigt. Und ich kann es vergessen. Ja. Also das war bei mir bis zum Schluss. Ist gleich Stichwort für den Alfred. Ne? Also ohne Buchdruck hätten wir nicht die berühmten Bücher, um zu lesen und zu lernen. Ja. Du hast aber diese alte, traditionelle Art des Buchdrucks für dich entdeckt und hast dann, glaube ich, gelernt von einem der Ältesten noch in Österreich, oder zumindest war er auch schon 80 oder so, gell? Ganz so kann man es nicht sagen. Also ich bin eigentlich ein Quereinsteiger. Ich habe begonnen, den Beruf auszuüben, wo er eigentlich schon als ausgestorben galt. Ja, das war vor circa 10 Jahren. Ich muss dazu sagen, ich komme ein bisschen aus der Ecke. Ich bin viele Jahre Grafiker gewesen, habe mich schon als junger Grafiker sehr interessiert für den Buchdruck, habe immer geschaut, ob es irgendwo einen alten Buchdrucker gibt, der Blei setzt und mir Visitenkarten machen kann. Und dann hat es mir irgendwann einmal gereicht in meinem Beruf, in der Werbung und so weiter, und hab überlegt, was ich machen könnte. War naheliegend, das einfach zu machen, was mich schon sehr lange interessiert hat. Zu der Zeit, wo ich das begonnen habe, gab es den Beruf nicht als Lehrberuf mehr. Wäre ein bisschen mühsam gewesen, noch eine Lehre anzutreten. Deswegen habe ich mir einen alten Buchdrucker ausfindig gemacht. Der hat mir ein paar Tricks und Kniffe gezeigt. Und dann hat er gesagt, ja, so geht's ungefähr, auf alles andere muss selber drauf kommen. Und so war es dann auch. Also haben wir ein Atelier gegründet, damals zusammen mit einem Partner, und Maschinen gescoutet und gekauft. Was ist das, was wir jetzt gerade sehen? Das sind Bleilettern. Ja? Also so wurde früher aus den einzelnen Lettern Sätze zusammengesetzt. Spannend. Ja? Also das muss ich sagen, ich habe zwar viele Bleilettern noch, mache das aber ganz selten, ja? Weil der Schriftsetzer ja eigentlich ein sehr komplizierter, aufwendiger Beruf auch ist. Und da muss man schon sehr firn sein und das auch viel üben. Ne? Und diese alte Maschine, die wir da gerade gesehen haben? Das ist ein Heidelberger Tiegel, auf dem passiert eigentlich das Hauptgeschäft. Das, was man jetzt sieht, ist eine Abziehpresse, Corex, eine Korrekturpresse, die damals verwendet wurde, bevor die Dinge in den Druck gegangen ist. Also sowas wie eine Blaupause heute. Oder, ja. Jetzt wird sie, viele werden sich fragen, wozu eigentlich? Ne? Man kann ja heutzutage alles ganz technisch einfach herstellen. Warum tut er sich das nicht an? Es hat was. Gell, wenn das ist eine absolut berechtigte Frage. Es ist umständlich, es ist zeitaufwendig, es ist teuer. Aber das Ergebnis, nämlich diese leichte Prägung im Papier, erzielt man nur mit dieser alten Technik und mit diesen alten Maschinen. Wobei, wenn ich das noch sagen darf, der Grund, warum das jetzt mehr oder weniger seit einigen Jahren ein Revival erlebt, ist aufgrund eines Fehlers in der Produktion. Nämlich damals, als man noch Bücher damit gedruckt hat, gab es den Spruch, also die Lettern dürfen das Papier nur küssen und dürfen keinen Druck ins Papier ausüben, weil sonst hätten wir sie auf der anderen Seite durchgesehen. Ja? Und diesen Fehler macht man sich jetzt zunutze, indem man Prägedrucke herstellt. Auf sehr voluminösen Papieren, auf dicken Baumwollpapieren, wo man schön prägen kann ins Papier. Und das macht einfach diese Haptik aus, die sehr viele designaffine Menschen oder auch ganz wenige das toll finden und dann zu mir kommen und solche Dinge machen. Also gleich Stichwort Design, gleich Marie, weil was du als quasi ganz altes System macht Marie ganz neu, der 3D-Drucker, und daraus kommt? Genau, daraus kommt direkt gedruckter Goldschmuck. Das
den du an dir trägst. Genau, auch. Du bist das beste Testimonial. Genau, und damit können wir Dinge machen, die man mit der Hand gar nicht oder nur sehr, sehr schwer machen könnte. Also das ist mir immer sehr wichtig, dass wir eine Erweiterung von dem traditionellen Handwerk sind. Und eben, dass wir da unsere Nische gefunden haben, auch dadurch, dass ich selber eine große Affinität für Mathematik habe und Architektur studiert habe und mich da schon auf 3D-Technologie spezialisiert habe. Und mein Vater hat diese Schmuckmarke, die ich jetzt vor 7,5 Jahren übernommen habe, gegründet und war wirklich ganz traditionell Goldschmied, Künstler. Das heißt, ich bin auch sehr in diesem Künstlerischen aufgewachsen, selber aber extrem eben an der Technologie interessiert und habe da eben auch schon, und darum finde ich es auch so faszinierend, was die anderen alle machen und auch was für Maschinen die bedienen, weil ich da auch schon in der Architektur mit Robotern und CNC-Fräsen und eben allen möglichen 3D-Druckern gearbeitet habe. So wie aber wie kommt aus einem Drucker Schmuck? In dem Fall ist die Basis ein Goldpulver, das ist 18 Karat Goldpulver. Das wird dann aus der Maschine Schicht für Schicht zusammengeschmolzen. Das heißt, es kommt immer eine ganze Schicht von dem Pulver in die Maschine, dann fährt der Laser entlang, da wo die Form entstehen soll. Und das geht dann immer so weiter, von unten nach oben, bis es dann fertig ist. Und es kommt dann wirklich, also wir haben uns spezialisiert auf bewegliche Strukturen. Also ich hoffe, das kann dann auch jeder mal angreifen, vielleicht nur ein paar. Das kommt dann schon so zusammenhängend und teilweise auch mit Steinen aus dem Drucker. Yeah. Und wird dann noch bei uns von den Goldschmieden, die teilweise auch schon bei meinem Vater gearbeitet haben, mit der Hand poliert und fertiggestellt. Und mit denen tausche ich mich auch sehr intensiv aus, was man wirklich mit der Hand machen kann und was nicht. Und die waren wirklich auch extrem wichtige Wegbegleiter auf diesem Weg in den letzten 7 Jahren für die Recherche, aber auch für die Ausführung jetzt, dass wir eben auch hochwertig, also diese Schmuckstücke auf den Markt bringen können, so wie es der Markt auch verlangt. Was kostet dieses Armband beispielsweise? Ja, das kommt auf ungefähr 30.000 Euro in der Form. Aber das ist auch wirklich, muss ich sagen, das allererste Stück und auch das größte Stück, was wir je gedruckt haben. Ohrringe? Genau, die liegen bei ungefähr 4.000 Euro mit den Steinen und dem 18 Karat Gold. Wir haben auch eine Einstiegslinie, da starten wir um die 100 Euro. Das ist dann was ganz Lustiges. Also eben, das ist wirklich so in dem hochpreisigen Segment. Und dann machen wir aber auch verschiedene andere Sachen. Ja. Siehst du, und die Victoria könnte das gleich als Testimonial in die weite Welt hinaustragen. Du bist Influencerin. Das ist ein Beruf, den es erst seit, ja, in der modernen Zeit jetzt gibt. Also den gab es, wann es die erste Influencerin gab? Vor ein paar Jahren, glaube ich. Naja, also jetzt, wir haben schon vorher darüber gesprochen, so circa 10 Jahre. 10 Jahre, ja. Also ich bin jetzt 25 und ich habe eigentlich nach der Matura, weil ich ein bisschen mehr Zeit gehabt habe beim Studium, habe ich da ein bisschen angefangen, einfach zum Spaß, so Outfit-Fotos, Selfies zu posten. Und ja, so hat es dann bei mir ein bisschen angefangen. Und vor allem junge Mädels in meinem Alter, wenn die nicht gewusst haben, was sie anziehen wollten, haben sie auf mein Profil geschaut und wussten dann so, ah ja, so könnte ich das vielleicht kombinieren. Und so hat es bei mir gestartet. Jetzt denken sich viele Menschen, na, Influencer, also die ziehen sich irgendwas an, machen ein Foto, stellen das ins Internet, na fertig, was ist denn das für ein Beruf? Und wie kann man davon leben? Was verdienen die? Nicht schlecht, glaube ich, oder? Ja, also man kann, es kommt natürlich immer drauf an, es gibt viele schwarze Schafe, also so eine große Zahl heißt jetzt nicht immer, dass da wirklich eine gute Community dahinter steckt, aber man kann definitiv gut davon leben. Es ist aber im Endeffekt nichts anderes als, ich bin wie eine Art Freundin, also mir folgen zum Beispiel auf meinem Account 80% Frauen, die halt einfach interessiert sind, was ich gerne trage, wo ich hinreise, welchen Sport ich mache, also so ein bisschen so Lifestyle-mäßig. Und ja, da holen sie sich immer Inspirationen und ja, so funktioniert das eigentlich. Und wie viele Menschen folgen dir? Über 300.000 mittlerweile. Das heißt, also du lebst nicht davon, dass du jetzt nur Fotos postest? Nein, nein, also ich arbeite mit Firmen zusammen. Und wenn ich jetzt vorher gesagt habe, so frech, naja, macht mal ein paar Fotos, stellt es ins Internet.
das hat schon auch eine gewisse Technik. Also man kann nicht nur einfach Fotos jetzt auf die sozialen Medien stellen, sondern da ist schon ein bisschen was dahinter, oder? Ja. Also es erfordert viel Zeit, ne? Ja, also es schaut halt sehr oberflächlich und sehr, sehr leicht aus. Aber was man da oft, wie soll ich sagen, was da für Auswahlverfahren sind, es ist schon ein bisschen wie Model-Business, aber dann auch ein bisschen mit Charakter. Also es ist so ein bisschen ein Mix, weil du musst halt immer interessant sein, du musst immer irgendwie präsent sein und einfach interessant sein und die Leute unterhalten. Und das ist schon auch ein großer Druck irgendwo, dass man nie langweilig wird sozusagen. Genau. Und wie viele Fotos machst du so am Tag? Eigentlich gar nicht so viele. Also ich treffe mich eigentlich immer mit einer Freundin, die macht das glücklicherweise auch. Und da treffen wir uns vielleicht und machen das zweimal die Woche nur. Und dann, also je nachdem, wenn ich auf Urlaub bin, dann ist es ein bisschen mehr. Aber wenn ich zum Beispiel zu Hause bin, dann treffen wir uns 2 Tage die Woche und fotografieren da so 5, 6 Outfits, so 8 Stunden oder so. Und was verdient man da so in der Woche? Das kann man gar nicht sagen, so wie ich selbstständig bin. Und das ist ja auch ein bisschen so die Schwierigkeit. Da gibt es halt Zeiten wie, weiß ich nicht, in der Weihnachtszeit, da geht halt richtig viel oder da ist halt sehr viel Geschäft. Dann gibt es halt wieder auch Ruhephasen. Also es kommt immer, man kann das gar nicht sagen. Es gibt ja auch schon Mikroinfluencer. Damals, wo ich angefangen habe, da hat man mit 10.000 Followern noch nichts verdient. Also da hast du, da war ich happy, weil ich mir irgendeine Jacke aussuchen durfte und nur sozusagen ein Foto damit machen musste. Und jetzt gibt es ja mittlerweile schon Mikroinfluencer mit 2.000, 3.000 Follower, die schon wirklich sehr gut davon leben können. Genau, aber was verdient man so circa im Monat? Daumen mal Bi. Das kann man wirklich nicht sagen. Das heißt, ich frage deswegen, weil du kriegst ja die Sachen auch geschenkt wahrscheinlich oder nur geborgt. Also das, teils, Mode. Teils. Okay. Also ich frage jetzt wegen Marie und dem 30.000 Euro Armband, ne? Ja, man kann es ja nicht vergleichen, weil ich mache das ja schon sehr lang und ich habe ja auch eine große Reichweite, habe auch eine eigene Modekollektion mit einem großen schwedischen Firma umgesetzt, selbst designt, also es ist sehr variabel. Aha, aha. Ich spreche aber da nicht du kannst gut davon leben. Und ja, Papa und ja, Mama müssen sich keine Sorgen machen. Nein. Ja, genau. Also es war auch immer so, ich habe auch studiert. Und ich war immer so ein bisschen in dem Konflikt, mache ich jetzt die Statistikprüfung oder fliege ich nach Amerika zum Beispiel. Ja. Aber ich habe jetzt meinen Bachelor abgeschlossen und genau. Jetzt schaue ich mal, wo die Reise hingeht. Weil du gesagt hast, da kommt eine Freundin, dann macht sie ein paar Fotos, dann bearbeitet sie die Fotos wahrscheinlich ein bisschen und das geht ganz schnell am Handy oder am Computer. Früher war das ein bisschen anders, gell, lieber Dieter. Also ganz, ganz früher. Was hast denn du da mitgebracht? Fangen wir einmal mit Ich habe da die Kamera Teil mitgebracht, an. Die mein Vater von 70 Jahren mit dem Motorrad in München gekauft hat. Das war die erste Kamera, mit der im Studio fotografiert worden ist, Hochzeiten und so weiter und so fort. Riesengroßes Stück, schwer zu bedienen, aber trotzdem gute Qualität. 30 Jahre später habe ich dann die Kamera gekriegt. Das war meine erste Kamera, mit der ich Hochzeiten fotografiert habe. Ziemlich schwer, eine sogenannte Hasselblatt mit Stativ natürlich. Sehr lichtstarkes Zoom, mit dem man wirklich tolle Fotos machen konnte. Großes Negativ, damit auch Vergrößerungen, große Bilder immer noch gute Qualität hatten. Ja, das war meine erste Kamera. Es war ja so eine Zeit, also es gab die Geschäfte mit den Fotografen in den Städten, die waren dann wirklich die Post abgegangen. Zum ersten Mal hat man Fotos machen können, entwickeln können. Ich kann mich erinnern, wenn man die Filme hingetragen hat und dann nicht gewusst hat, wird das was oder nicht. Und dann hat man sich gefreut, ja, schau. Das waren ganz besondere Momente. Dann hat man die Fotos in ein Album geklebt. Du hast Hochzeiten, Firmungen, was auch immer, Events fotografiert. Und dann auf einmal kamen dann die Handys. Ich glaube, das war dann so ein bisschen eine Flaute. Aber jetzt spüre ich fast ein Revival, oder? Das ist richtig. Also die Welt des Fotografen hat sich irrsinnig geändert durch die Digitalfotografie, durch Handy und so weiter. Aber, wie du richtig sagst, das Revival vom Papierbild. Wir fotografieren zum Beispiel sehr viel Schulen und Kindergärten und wir merken, dass das Papierbild wieder verstärkt bestellt wird. Auch wenn ich Hochzeit fotografiere, Spezialität von uns ist, wir liefern Bilder am Abend zur Tafel und die Leute sind begeistert, wenn sie keine Digitalbilder bekommen, sondern wenn sie ein Papierbild haben, was sie am nächsten Tag herzeigen können, im Büro herzeigen können und so weiter. Also das stimmt, Revival vom Papierbild. Und Nachfrage nach diesem Beruf, ist die groß? Also gibt es sehr viele Lehrlinge, die kommen und den Beruf erlernen wollen?
Es natürlich, wie wir schon angesprochen haben, es gibt auch in meiner Branche einen Mangel an Fachkräften und so weiter. Früher haben sie für Lehrstelle wesentlich mehr beworben. Ich habe das Glück, immer noch gute Lehrlinge zu bekommen, weil der Beruf des Fotografen doch ein schöner Beruf ist. Ein Beruf, der sehr viel mit Menschen zu tun hat und so weiter und so fort. Na, und künstlerisches Auge und braucht man auch. Künstlerisches Auge hat. Ja. Wir arbeiten auch sehr viel am Computer, tatsächlich genauso wie bei der Sekretärin der Schule sehr viel geändert. Nicht? Das heißt, der Großteil der Arbeitszeit vom Fotograf ist am Computer. Aber natürlich kann man damit Dinge machen, die vor Jahren nicht möglich waren. Genau, genau. Und jetzt komme ich, weil vieles hat sich gewandelt, aber etwas ist sozusagen auch immer noch gleich geblieben, nämlich, dass wir Schuhe tragen, also die meisten von uns. Ich hatte auch schon Gäste, die das ganze Jahr barfuß gehen, aber dann wird Alessandro kein Geschäft machen. Du hast den Beruf des Schuhmachers gelernt und Schlüsselmacher, glaube ich auch, gell? Das ist das ist richtig, ja. Also das war mein erster Kontakt eigentlich mit dem Beruf in einem Schuh- und Schlüsselservice. Eigentlich kommen meine Eltern aus der Gastronomie. Das heißt, ich habe schon immer ganz viel mit Menschen zu tun gehabt. Aber mir war ziemlich schnell klar, das kann nicht alles sein. Also den ganzen Tag nur Teller tragen, für immer, das war nicht meins. Ich wollte immer was Handwerkliches machen. Habe in jungen Jahren in ganz viele Berufe reingeschnuppert, viel ausprobiert, ein paar Monate in der Firma, mal war ich Elektriker, mal Estrichleger, habe mich wirklich ausprobieren können. Und eben eines Tages bin ich per Zufall bei so einem Schuh- und Schlüsselservice vorbei und habe mich mit ihm unterhalten und er sagt, Mensch, möchtest du nicht einmal ein wenig schnuppern, mal probieren, ob das was ist? Und dann habe ich einfach gemerkt, der Kontakt mit den Menschen, und zwar wirklich sehr viel Menschenkontakt und dann noch das Handwerkliche dazu, das hat mir wirklich getaugt. Und dann habe ich meinen Lehrbetrieb gesucht, der mich auch ausgebildet hat. Wie lange hast du gelernt? Das sind immer 3 Jahre, aber danach macht man meistens, also bei uns in Bayern, noch 2 Gesellenjahre hinten dran, einfach um den Tribut seinem Chef zu zollen. Und nach den 5 Jahren bin ich dann gegangen. Wie alt warst du, als du die Lehre begonnen hast? Da war ich 19. Eben. Und muss man dann so auch noch die Schulbank drücken? Oder? Ja, so bei uns im Deutsche ist es ein duales System. Das heißt, bei uns in? In Deutschland. Also ich bin eigentlich, ich lebe seit 13 Jahren in Vorarlberg und man hört es auch manchmal, also bei mir kommen ab und zu so Xieberger Wörter mit denen. Das heißt, du bist des Berufs wegen nach Österreich gekommen und hier geblieben oder hast du das Handwerk in Deutschland noch gelernt? Ich habe das Handwerk komplett in Deutschland gelernt. Nach meinen 5 Jahren bin ich erstmal durch Österreich getingelt als Kellner. Eben weil ich das von wieder zurück? Richtig, wieder zurück, weil ich das von meiner Familie her kenne. Und war erst im Zillertal, dann im Liechtenstein. Okay. Und vom Liechtenstein in der Bodenseeregion bin ich dann nach Vorarlberg gekommen. Und du kannst gut von diesem Beruf leben? Ja. Was mir aufgefallen ist, ich habe mich ziemlich am Anfang entscheiden müssen, mache ich jetzt nur Maßschuhe oder mache ich Reparaturen? Und für mich war eigentlich von vornherein klar, ich möchte Reparaturen machen. Das heißt eben, wie man es heute schon merkt, Ressourcen schonen, Nachhaltigkeit. Und es ist einfach total schön, wenn jemand mit einem kaputten Lieblingsstück zu mir kommt. Und ich kann das wieder perfekt richten und man sieht nicht, dass es gemacht worden ist. Und die Leute haben eine riesen Freude. Und das ist einfach, es gibt mir brutal viel. Kannst du auch Schuhe reparieren, die der Hund zerbissen hat? Ja, ja, ne? Habe ich auch schon gemacht. Habe ich auch schon gemacht, ja. Fällt das Gott was ein, ja. Hast du gemachte Schuhe oder sind die vom Fließband? Die sind schauen so schön aus. Die sind vom Fließband, ja. Hast du Schuhe vom Schuster? Nein, habe ich nicht. Ja. Mhm. Hab ich noch nicht. Ja, dann wird es Zeit. Wir müssen uns mal austauschen. Ja. Wie lange arbeitest du? Also ich weiß, du machst Reparatur, aber du könntest auch einen Schuh machen. Selbstverständlich, ne? Wie lange arbeitet man an so einem Schuh? Das kommt darauf an, wie schnell man ist, aber zwischen 4 und 7 Tage. Also 4 Tage braucht man auf jeden Fall. Mhm. Wenn man ein bisschen langsamer ist oder den Schuh komplett handnäht, also zwienäht, dann braucht man schon ein bisschen länger. Und merkst du so eine im Sinne der Nachhaltigkeit, dass die Nachfrage groß ist? Auf jeden Fall. Also gerade die letzten 3 Jahre ist der Reparaturmarkt bei mir wirklich sehr stark gewachsen. Und ja, eben gerade Ressourcen schonen, nachhaltig lehrbar und eben Lieblingsstücke wieder schön machen. Das ist meine Professur. Weißt du, wie viele Schuster, also Schuhmacher und Schuhmacherinnen
es in Österreich gibt? Also nein, ist das, österreichweit weiß ich es überhaupt nicht. Und es ist natürlich auch viel ein Mischberuf. Also es gibt natürlich den ganz traditionellen Schuhmacher und dann auch noch den Orthopädie-Schuhmacher-Bereich. Ja, stimmt. Und dann wird es schon extrem viel. Also. Aber wir haben vorher ein Foto gesehen, wo du halt arbeitest. Das sind doch so alte Maschinen, oder? Das sind wirklich sehr alte Maschinen. Hast du einen alten Schusterbetrieb übernommen oder hast du neu begonnen? Nein, ich habe ganz neu begonnen, aber ich konnte mir am Anfang einfach keine neuen Maschinen leisten. Also musste ich mir alte Maschinen holen. Und ich muss sagen, die funktionieren tiptop. Naja, also... Ja. Auf jeden Fall. Unkaputtbar. Ja, also meine Nähmaschine ist über 100 Jahre alt. Das ist eine alte, ganz alte deutsche Maschine. Und auch die Schleifmaschinen, die sind über 35 Jahre alt. Und funktionieren wunderbar. Funktionieren hervorragend. Und du, Nadine, sagst gerade in deiner Lehre, was du heute lernst, ist morgen schon wieder alt. Ja, also ich arbeite jetzt ja nach wie vor in der Automobilbranche und eben auch bei einem Autoproduzenten. Und es ist einfach, ja, das, was quasi heute entwickelt wird und ins Auto geht, ist eigentlich am nächsten Tag schon wieder uralt. Das wo geht denn das hin? Ja, am besten nach autonomes Fahren, ne? Das ist ja einsetzen, Ziel eingeben und warten, bis man dort ist. Das ist halt, und eben die Elektromobilität, ne? Das ist natürlich jetzt auch ein großer Faktor. Da entwickelt sich alles hin und es ist halt heute schon so, man kauft sich ein Auto, egal jetzt ob, sag jetzt mal ein Durchschnittsmodell, was jetzt jeder kauft, oder eben ein Luxuskarossen um 300.000 Euro aufwärts. Mhm. Man kann sich halt einsetzen und man wird im Auto massiert und das ist mit Gebläse und Belüftung und also es gibt Sachen. Wozu wird man massiert im Auto? Ja, wenn man längere Strecken fährt, dass es bequem ist. Man muss ja auch 5 Stunden durchgehend fahren können im Auto. Wie ist das noch? Da fährt man Franz gar nicht mehr, ne? Da setzt man sich nur ins Auto und genießt das Leben, oder? Ja. Ja. Was hat sie denn alles getan in der Kfz-Branche? Ja, die Kfz-Branche hat sich sehr viel getan. Ich habe vor 50 Jahren angefangen, in der Kfz-Branche zu arbeiten und habe einige Betriebe aufgebaut. Mhm. Und der Wandel der Zeit hat sich sehr viel getan. Wenn ich kurz erzählen darf, wir haben zum Beispiel in die 80er Jahre das erste Autotelefon eingebaut. Ja. Das war ein Koffer, wie heute ein Reisekoffer. Solche Geräte. Ja, und da haben wir eine Woche dran gearbeitet. Gekostet hat es damals 44.000 Schilling. Ein Mittelklasse-Auto hat zum Beispiel 50.000 Schilling gekostet. Und wenn es von Linz nach Wien gefahren ist, ist es genau auf 3 Stunden gegangen. Und sonst hat man nicht telefonieren können. Und wenn man schaut, was heute ein Handy kann, Autos können. Und auch, wie ich schon gesagt habe, wir haben 40 Lehrlinge, wir haben auch Damen bei uns in unseren Betrieben und bilden auch Damen aus. Und das ist auch Daumen hoch. Ja. Daumen hoch, ja. Das glaube ich auch. Ja. Sind die... Nadine, wie du begonnen hast, war das noch so ein bisschen ein Gelächter unter den Burschen? War das immer so ein bisschen veräppeln? Ja, ich weiß nicht. Also bei mir war es so, wir haben ja direkt eine Lehrwerkstatt in der Firma, wo ich gearbeitet habe oder auch noch gelernt habe oder auch noch immer Arbeit. Ja. Und wir waren halt 15 Lehrlinge und wir waren zum Glück 3 Mädchen. Aber die 12 Burschen in der Pubertät, ich glaube, da brauche ich nicht viel sagen dazu. Also 1,5 Jahre habe ich schon gekämpft mit denen. Franz, wie tun sich die Mädchen? Die tun sich prinzipiell leicht und die haben auch ein sehr großes technisches Verständnis. Ja. Und wir haben mit den Damen eigentlich überhaupt kein Problem nicht. Wie hat sich denn die Technik verändert? War das Reparieren eines Autos früher anders? Also ich denke zum Beispiel an die Autos, die... ganz, ganz früher, wo es noch keine elektrischen Fensterheber gegeben hat und also nicht an die ganz, ganz argen Oldtimer, aber die Technik heute, das ist ja, ich meine, hochkompliziert wahrscheinlich. Ja, das ist, die Technik hat sich extrem in die Auto niedergeschlagen und zum Beispiel alleine der Verbrauch von einem Auto. Wenn man schaut, früher hat er so 50 PS Auto oder 70 PS hat 13, 14 Liter braucht, heute brauchen es 4, 5 Liter. Oder die ganzen Sicherheitssachen, wie es ja gefallen sind. Was halt Elektronik drin ist, in vielen Sachen. Die Technik ist eine ganz wichtige Sache, darum haben wir eigene Technikabteilung. Der erste Benzinmotor, dann ist der Diesel gekommen, der Diesel war eigentlich so 1975, 76, hat jeder gesagt, nein, der hat überhaupt keine Berechtigung, wie der laut ist. Und wenn es Gas gegeben hast, ist hinter mal schwarze Wolken rausgekommen, sonst hat es nichts da. Und wenn man es anschaut, wie kultiviert heute der Dieselmotor rennt, nein, jetzt die E-Mobilität ist auch im Kommen, wie jetzt beschlossen worden ist, dass 2035 nur mehr E-Autos zugelassen werden.
Findest du das gut, dass das so ist, die Elektromobilität? Ist gut, ja. Ja? Und angenommen, also man hätte jetzt noch ein altes Auto, könnten das die jungen Leute noch reparieren? Schon, können schon reparieren. Also man lernt schon quasi, ja, vom, ja, wie das Auto entstanden ist, ja, ja, wo heute Vergaser und ich weiß nicht was. Ja. Die Grundsätze, ja, sagen wir, in der Automobil, sagen wir, die lernen es schon. Mhm. Die Lehrwerkstätte bei uns und auch in der Berufsschule. Und übrigens, die Berufsschule, das ist heute schon gefallen. Unser Schulsystem ist ein sehr, sehr gutes. Ja. Und wir müssen sagen, wir haben auch, wenn man sich vergleicht in anderen Ländern, wenn du die letzten Weltmeisterschaften angeschaut hast, hat Österreich immer sehr, sehr gut abgeschnitten. Mhm. Und das Lernen mit handwerklich gleich und Theorie und Praxis ist eine sehr, sehr gute Sache. Mhm. Wir haben zum Beispiel die letzten Jahre, wenn da 600 Teilnehmer waren, haben wir 100, 150 Pokale anbracht. Und das, mhm, die duale Ausbildung ist in Österreich eine sehr, sehr gute. Was vielleicht auch noch gesagt gehört, dass halt die Lehrlinge, wir müssen in letzter Zeit sehr viele Lehrverträge wieder auflösen, weil eigentlich die Vorbereitung für die Lehre oft auch die Eltern ein bisschen mitspielen sollten mehr, damit dass die Kinder auch den richtigen Beruf lernen und dass auch dass die Kinder und die Jugendlichen das annehmen, die Schnupperlehre, die Wirtschaft erlaubt ja das, dass Schüler schnuppern können und dass auch dann die Kinder den richtigen Beruf machen. Mhm. Weil nur was du gern machst, machst du gut. Aber wenn du gesagt hast, die Ausbildung ist so super. Nadine, du hast die Lehre begonnen und dann hast du noch studiert oder was hast du noch gemacht? Nein, also ich habe dann im zweiten Lehrjahr die Matura gemacht, neben der Lehre quasi, die Berufsmatura. Und dann habe ich eigentlich nach der LAB, ein Jahr danach, habe ich dann gleich meinen Kfz-Technik-Meister gemacht. Mhm. Und jetzt bin ich eben im Angestelltenverhältnis und bin eben so eine Schnittstelle zwischen Produktion und Entwicklung. Und deswegen bin ich halt bei den Entwicklungen immer vorn dabei quasi, ja, was das Neueste vom Neuen ist bei den Autos. Ja. Und jetzt muss ich den Klaus noch einmal fragen, ja, weil du da am Anfang nicht erzählt hast, die Maschinen, die dazugekommen sind. Ja. Ein Tischler von heute kann zwar einen Tisch machen, aber da steckt viel mehr Technik dahinter. Genau. Also der Tischler von heute ist eigentlich schon ein bisschen fast mehr als eben nur der Tischler. Genau. Also der Tischler hat ja in der Vergangenheit immer so ein verstaubtes Ansehen gehabt. Das hat sich ja jetzt in den letzten Jahrzehnten ja völlig verändert. Mhm. Wir arbeiten komplett mit CNC gesteuerten Maschinen, vollautomatisiertes Plattenlager mit Lackieranlagen. Aber natürlich gibt es auch noch das traditionelle Handwerk. Ja. Und ich glaube, die Jungen, also wir haben ja auch, weil wir gerade bei der Lehre waren, wir haben ja auch in etwa vor 15 Jahren ist ja auch der Tischlereitechniker ins Lehrberuf aufgenommen worden. Und einen Tischlereitechniker kann ja nicht jeder Tischler ausbilden, sondern man braucht gewisse Gegebenheiten im Betrieb zur Ausbildung. Und das heißt aber auch, dass er mit CRM und CNC-Technik ausgebildet werden muss im Betrieb. Das heißt, man zeichnet auch in der Konstruktion auf 3D-Bildern, wo man gerade da im Bild vielleicht auch sieht, da konstruiert man das Möbel, sind schon die ganzen Datensätze und Bohrsätze alles hinterlegt und diese Daten werden dann online an die Maschine geschickt. Das ist jetzt gerade ganz unsere neue Lackieranlage mit 30 Meter, wo wir völlig neueste Oberflächen mit einem wirklich großen grünen Fußabdruck machen können, weil wir lackieren komplett auf wasserlöslicher Basis, alles umweltfreundlich mit einer Top-Technologie und da können wir auch eine sehr, sehr gute Qualität fertigen. Wir haben lackierte Flächen, sehr umweltfreundlich, geölte Oberflächen und ich glaube auch, dass man in Zukunft auch wieder Fachkräfte und Mitarbeiter bekommt. Braucht auch der Betrieb eine gewisse Nachhaltigkeit und ein bisschen einen grünen Fußabdruck. Dort investieren wir auch sehr stark. Also wir haben letztes Jahr eine große Photovoltaikanlage in Betrieb genommen, wo wir jetzt im Jahresschnitt bis zu 60% den Strom, was wir jetzt gerade erzeugen, sofort selber verbrauchen können und wo wir heute halt am Wochenende und in Urlaubszeiten, wo wir nicht arbeiten und an Feiertagen heute halt den Strom, Ökostrom ins Netz liefern können. Also wir haben jetzt gerade eine neue Fertigungshalle mit 1600 Quadratmeter dazu gebaut und dort werden wir auch nochmal 200 KW-PIC an Photovoltaik installieren, dann können wir in etwa 120%, also wir können zu 100% unseren eigenen Strom im Betrieb
verarbeiten und haben sogar noch Überschuss, dass wir Ökostrom liefern können. Vorher hast du irgendwas gesagt von Work-Life-Balance. Ja. Da hast du gesagt, die jungen Leute, man muss sich irgendwie anpassen. Und wieso lacht der Alfred? Ich schaffe das ganz gut, ja. Ja. Also, du schaffst das ganz gut? Ja. Na, weil als Selbstständiger arbeitet man selbst und ständig. Nein, es ist einmal die Sache, dass ich ohnehin einmal was tue, was eigentlich mich wahnsinnig interessiert. Bin ich auch viel am Wasser unterwegs. Bist du wo am Wasser? Also Wassersport. Ja. Okay, ja. Das so ja. Zum Thema genau. Life also zum Ausgleich, Work Balance. Ne? Genau. Aber du arbeitest allein in deinem Betrieb? Ich habe den Betrieb gegründet mit einem Partner. In der Zwischenzeit bin ich mehr oder weniger alleine. Okay. Und könntest du theoretisch einen Lehrling ausbilden? Nein, weil den Beruf des Buchdruckers gibt es nicht okay. mehr als Lehrberuf. Das heißt Drucktechniker. Ja, ja. Abgesehen davon, diese alten Maschinen entsprechen jetzt nicht arbeitsrechtlichen Bestimmungen. Das heißt, man kann sich sehr leicht verletzen, wenn man nicht aufpasst. Der Finger gleich weg. So ist es. Und deswegen ist es eher schwierig. Also es geht einfach nicht. Also man könnte keinen Lehrling, Buchdrucklehrling ausbilden. Genau. Denken wir ein bisschen so, wie es früher war. Also da haben die Eltern, die Großeltern sehr viel gearbeitet. Die jungen Menschen von heute, Nadine, Victoria, ich zähle die auch noch dazu, Alessandro, Marie, wollen nicht mehr so viel arbeiten. Also Work-Life-Balance ist ein Thema. Firmen müssen sich auch irgendwie anpassen an die Anforderungen der jungen Menschen. Nadine, ist das so? Spürst du das, dass ihr auch, auch Freizeit haben wollt und nicht nur arbeiten, arbeiten, arbeiten? Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich da die Ausnahme. Also bei mir ist es so, ich habe eigentlich jetzt nicht so die 4-Tage-Woche und so, wie sie sich viele vorstellen. Ich habe dementsprechend mehr Überstunden. Nein, ganz so schlimm zum Glück nicht. Aber also ich mache halt meinen Beruf einfach irrsinnig gern und das ist halt einfach mein Traumberuf und mein Traumjob. Und ich mag das einfach jeden. Also es hört sich jetzt vielleicht übertrieben an, aber ich gehe halt auch gern in die Firma. Und es ist bei mir halt nicht so, dass ich mir jeden Tag denke, wieso muss ich jetzt schon wieder in die Firma gehen? Und deswegen glaube ich, ist es für mich jetzt auch nicht so schlimm, wenn ich dann halt einmal einen Tag habe, wo ich jetzt zum Beispiel mal 10 Stunden in der Firma bin. Und ja. Die Marie, wie ist es bei dir? Ja, eben, wie wir vorher gesagt haben, wenn man selbstständig ist, dann arbeitet man ständig eigentlich. Ja. Aber ich habe auch in den letzten Jahren das Glück, ein super tolles Team aufgebaut zu haben und auch eine Geschäftspartnerin an Bord. Und genau, also da geht das dann auch und macht auch irre Spaß. Und was ich gerade eben so cool fand, auch bei allen hier, ist einerseits diese ganz alten Maschinen, aber auch erfahrenen Leute im Team, genauso wie die Computerprogramme, die im Übrigen ganz genauso ausschauen wie in der Tischlerei auch. Und wir haben auch eine Poliermaschine noch von vor 60 Jahren. Also eben, es hat so viele Parallelen. Das heißt, es wandelt sich nicht nur, wie man arbeitet, sondern auch eben, was diese Arbeit genau ist. Und da sind wir auch extrem flexibel, natürlich auch im Team. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber man hat ja auch alle Mittel dazu. Also es muss niemand bei uns von 9 bis 6 im Büro sitzen. Mir ist lieber eben, wenn es wichtig ist, dass die mit mir das Projekt bis Mitternacht fertig machen, machen wir das. Aber dann kann man auch mal an einem anderen Tag früher gehen. Also, ich habe mir jetzt die ganze Zeit gedacht, wie ich so zugehört habe, beispielsweise auch bei der Sissi, weil du erzählt hast, du hast halt brav mit der Schreibmaschine angefangen, dann kam die elektrische, dann kam irgendwann das Faxgerät. Ja, das war überhaupt ein Wunder. Das kann ich mir vorstellen. Das war ein Wunder. Sind alle gestanden und das gibt's ja gar nicht. So wie du das da reinschiebst, da kommt es da drüben raus. Ja, genau. Oder wenn man selber was bekommen hat. Ne? Das ist ja heute, geht das mit E-Mail. Also eben. Aber es ist noch immer das sicherste Transportmittel. Genau das wollte ich. Übermittlungs. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, was macht man, wenn ewig lang kein Strom ist? Dann werden wir uns daran besinnen, dass der Tischler einen Tisch machen kann. Genau. Und also ich meine, das Handwerk wird immer bestehen bleiben. Du mit deinem Buchdruck. Also das ist wahrscheinlich etwas, wenn man was lernt. Ja, es war jetzt in der Schule so, dass also die letzten Jahre, wie ich dort war, wirklich alles nur mehr digital war. Mhm. Und wenn du dann einen Stromausfall hast, dann steht das Werkel. Du kannst nichts nachschauen, du kannst nichts machen, du kannst nichts arbeiten. Es ist ganz einfach alles weg. Also ich muss sagen, ich mache das auch so. Ich habe genauso mein Notizbuch und schreibe mir da jeden Tag meine wichtigen Sachen auf.
und habe es zwar dann vielleicht im Kopf drin oder auch per E-Mail noch am PC, aber ich habe trotzdem so meine To-Do-List, was ich machen muss, was ich erledigt habe, weil sonst, es ist so wie die Sisi sagt, es ist halt sonst, wenn ein Stromausfall ist, oder es braucht nur der Computer nicht gehen, ist alles fort. Sogar ich auch. Man kann es nicht glauben. Aber ich, ja, ich bin da auch total altmodisch eigentlich. Ich habe auch einen Terminkalender und irgendwie, ich habe vor kurzem sogar die Situation gehabt, das Handy war auf einmal tot. Und ja, dann habe ich den Salat gehabt, weil alle Termine, alle Telefonnummern, das war das Problem eigentlich eher, die Termine habe ich in meinem Buch gehabt, die waren dann futsch. Glaubst du, Viktoria, dass sich der Beruf der Influencerin auch verändern wird? Ich merke halt jetzt, dass das ein ziemlicher Boom ist und gefühlt eigentlich irgendwie, also in meinem Kreis irgendwie jeder das werden will. Eine Bekannte von meiner Mama hat sogar schon gesagt, ah, die Viktoria muss mal in die Schule zur Nachmittagsbetreuung kommen und zeigen, dass das gar, oder erzählen, dass das gar nicht so easy ist, weil irgendwie alle 12, 13, 14-Jährigen wollen Influencer werden. ja, anscheinend ja, wirklich, das ist ein neues Berufsbild. Und als ich damals noch in der Schule war und ich ab und zu Fotos schon gepostet habe auf der Plattform, da haben schon alle gesagt, ja, die ist so selbstverliebt, das ist so komisch. Und jetzt auf einmal ist das schon tatsächlich so wirklich so, so eine Wunschvorstellung. Verstehen das also Eltern, Großeltern, Tanten, Onkel, verstehen die deinen Beruf? Du musst dir denken, ich habe eine 91-jährige Oma und die wird auch definitiv zuschauen, weil die ist ein großer Fan von der Show und die kennt das super gut. Also die weiß alles. Die erzählt immer der Friseurin, ja meine Enkelin, die ist süß, macht das und das. Ich meine, alles stimmt jetzt nicht unbedingt, aber sie findet ein bisschen was dazu. Aber sie findet das gut. Ja, sie also findet sie sagt das, nicht, so ja, wie man früher gesagt hat, lern was Gescheites. Also so den Künstlern, den Schauspielern, Kabarettistinnen hat man immer gesagt, lern was Gescheites oder Musikern und dann kannst du immer noch Musik machen, der weiß, ist ja auch was Gescheites, ne? Ja, aber ich habe ja auch immer, ich habe studiert, das war das, so, ich habe immer Plan B sozusagen und das ist super stolz, ist die Oma. Also und die was hast du studiert? Wirtschaftspsychologie. Das heißt, das könntest du immer noch machen, ne? Oder sogar nebenbei Ich habe ja eigentlich neben meinem Job auch noch mit einer Studienkollegin sozusagen eine Werbeagentur. Wir machen Homepages, Social Media Betreuungen. Also ich bin nicht nur, also ich arbeite nicht nur sozusagen. Als Influencerin. Genau. Genau. Sind Berufe wie die einer Influencerin oder eines Influencers, lieber Dr. Georg Grund-Greuß, Arbeitsmarktexperte, Berufe der Zukunft? Ja, schon. Ja. Also man hat ja gehört, es ist sehr anspruchsvoll, was man tut. Allerdings, auf mich wirkt es manchmal so, als wäre es fast eine Sehnsucht nach einem Anti-Arbeitsmarkt. Also fast wie ein bisschen ein Protest gegen die langweilige, normale Arbeit. Oder so. Also, und wie sind die langweilige, normale Arbeit? Ja, so kommt das manchmal rüber. Also viele hegen große Träume vom erlösenden Erfolg im Internet und so. Und da muss man schon warnen. Also es wird wahrscheinlich nur für wenige möglich sein, diese Karrieren zu machen. Also wir bewegen uns da wahrscheinlich im Pro-Millions-Bereich. Mhm. Und insofern wäre meine Empfehlung schon, das mit einem konventionellen Beruf zu kombinieren. Merken Sie, wenn junge Leute kommen, dass die tatsächlich sagen, ich möchte Influencer werden? Ja, und das ist schwierig. Es wurde zum Beispiel der Fachkräftemangel angesprochen. Also da gibt es schon Orientierungen, die uns wehtun. Dass die Leute einfach sozusagen die normalen Berufe nicht schätzen oder die traditionellen. Und auch was Paradoxes. Also das Heimwerkertum boomt. Und die Handwerksberufe sind Mangelberufe. Also da haben wir wahrscheinlich eine der stärksten kulturellen Herausforderungen, die Leute wieder zu überzeugen, wie reich so ein Handwerksberuf ist. Und ich bin unbedingt der Meinung, dass Kopfhandberufe die Zukunft sind. Aber diese kulturelle Herausforderung müssen wir schon meistern. Und wieso ist das so, dass man nicht ein Handwerker lernen möchte? Woran liegt das? Ja, also ich habe eine Theorie, die meine Generation betrifft, also die in den 70er Jahren jung waren. Da hat es die Bildungsexpansion und Revolution der Kreisky-Jahre gegeben. Und für uns, ich weiß nicht, ob der andere das auch so empfinden in meinem Alter, war Matura das Größte. Ja, genau. Matura war das Größte und man konnte erstmals auch hier teilnehmen mit Freifahrten und so weiter. Und das haben doch diese Leute noch an ihre Kinder weitergegeben. So, jetzt besteht, glaube ich, eine konkrete Hoffnung, dass es anders wird. Dass jetzt wieder eine reichhaltigere, breitere Auswahl stattfindet. Man hört schon, dass Leute stolz erzählen, mein Sohn wird Bierbrauer. Also ich habe jetzt vor kurzem mal eine Ärztin hat mir gesagt, mein Sohn wird Bierbrauer. Und alle haben gesagt, wow, toll und super, das war irre cool. Also es gibt Hoffnung, dass sich das dreht. So, auch so Alessandro als Schuhmacher. Also unbedingt. Das ist, ich meine, wenn du Qualität haben möchtest, das wird
Und wenn er sagt mit dem Reparieren, das ist auch im Sinne der Nachhaltigkeit. Und dann hat man keinen Schuster in der Gegend. Ja, super. Ne? Also es gibt eigentlich gibt's zwei große Trends. In den Berufen ist es schon so, dass in vielen Berufen wird es einfach irgendwie geistiger. Es geht ums Reden, ums Fühlen, ums Verhandeln, ums Präsentieren. In allen Berufen, auch in den Handwerksberufen. Also es wird irgendwie geistiger, aber nicht hochgeistiger. Also nicht falsch verstehen. Es wird nicht hochgeistig und abgehoben, sondern Hausverstand, Kommunikation, das ist wichtig. Und man sollte wahrscheinlich darauf schauen, dass man halbwegs eine gute Allgemeinbildung hat und wirklich profunde Kenntnisse im eigenen Beruf und dann halt offen sein auch. Ja. Sag, welche Berufe verändern sich stark? Es sind doch Berufe ja weggebrochen. Ja, wir haben halt so eine tolle Berufskunde erlebt, da haben wir schon so viel gehört. Also die stärkste Veränderung ist ja, die wir kennen als Menschen, ist Geburt und Tod, also dort, wo Berufe neu entstehen und auch vergehen. Aber eins ist, glaube ich, ganz zentral, das hat der Herr Tischler hat das angesprochen, Ökologisierung fast in jedem Bereich. Also wir im AMS Niederösterreich, das ist meine berufliche Heimat, wir machen jetzt das europaweit erste Klimaschutz-Ausbildungszentrum für Arbeitslose und Beschäftigte. Das heißt, da müssen wir einfach alle miteinander dran sein. Ökologisierung, sei es im Vertrieb oder in der Technik, das ist sicher ein Trend. Vielen Dank fürs Kommen. Danke Ihnen. Spannend. Ja, tut sich was. Ihr habt uns wirklich schöne Einblicke gegeben in die Berufswelt. Es ist tatsächlich so, wie ihr da sitzt, sehr bunt, sehr spannend. Alles Gute auf eurem weiteren Lebensweg, was immer ihr noch vorhabt. Und wir wissen ja, und das wissen Sie auch, dass sich Berufe stark verändern mit dem Fortschritt. Die Ansprüche werden anders. Aber egal, was Sie machen, egal, was die Enkeln einmal erlernen, das Wichtigste ist, dass das, was Sie tun, Ihnen auch Spaß macht. Schönen Nachmittag noch. Danke fürs Zuschauen. Sie wollen auch einmal in der Barbara Karlich Show auf der Bühne sitzen und mitdiskutieren? Dann melden Sie sich an unter 0900 91 00 98.